Herzlich willkommen zu Organovino 2020 digital. Wir sind Thomas Noll und Robert Bauer. Wir beschäftigen uns in 6 Formaten mit dem Thema des Reisens in diesem Jahr, wo das nun auch von allen irgendwie anders gehandhabt wird als sonst, und wollen nicht nur musikalisch reisen, sondern auch gedanklich. Heute geht's um wohin? Als Frage, vielleicht auch als Antwort. Dieses alte Thema des Reisens, in dem ich versuche rauszukriegen, wo mein Ort ist, wie es sich anfühlt, ob das Glück vielleicht dann doch woanders auf mich wartet. Mit Liedern, die Sibylle Fischer mit mir zusammen musizieren wird. Wir freuen uns im Anschluss, mit Ihnen anzustoßen. Es dampft das Tal.
Danke, dass du mich auf diese wunderbare Örtlichkeit aufmerksam gemacht hast. Ist schön hier, finde ich nämlich auch. Wirklich prächtig schön. Vielleicht für unsere Zuschauer nochmal, dass wir hier am Lindenhof in Tempelhof sind. Dieser Gartenstadt aus den 1910er Jahren. Mhm. Und ein guter Ort, um nochmal zu überlegen, warum wir jetzt eigentlich diese Lieder singen und warum wir die auch mit hierher nehmen. So, Lieder vom Sommer und vom Reisen. Ja, und auch von der Schönheit, ne, die wir sozusagen vorfinden, wenn man genauer hinschaut in seiner eigenen Umgebung. Und da ich hier 15 Minuten entfernt wohne, komme ich des Öfteren vorbei und denke, wow, was für eine schöne Natur sich hier einfach vor der Haustür finden lässt. Reich. Wie verbindet sich das mit den Liedern für dich? Naja, es verbindet mich eigentlich die Kraft der Natur oder diese Kraft von diese intensive Ausdruck der Natur, den ich hier ganz stark erlebe und empfinde. Und der sich auch in den Liedern darstellt, die wir zusammen musizieren. Ach, mich bewegt einfach so, was in den Liedern klingt und wie wir das, na, warum wir jetzt eigentlich hier stehen zwischen diesen Liedern und warum wir die singen und also so, na, das Musikalische ist ja auch immer diese Farbpalette und das finde ich hier ganz stark. Genau. Ja, hier dominiert die Farbe Grün in seiner ganzen Kraft und Ausstrahlung und eben, wie du sagst, in verschiedenen Schattierungen und Beleuchtungen. Ja, und dieses Nebeneinander von so reale Seerosen und gespiegelte Bäume und einer Klarheit des Irdischen, mhm, und so einer so leicht irrlichternden im Wasser. Das ist ein schönes Miteinander auch fürs Musizieren. Das stimmt. Die Welt ist rot, man geht auf Reisen, damit sich die Nervosität verliert und Bauern stehen an den Gleisen, als würden sie fotografiert. Man sieht ein Schloss und spiegelglatte Gewässer. Nachtigall in dem Baum, die singt wirklich das ganze Jahr. Nein, das ganze nicht, aber die letzten Monate habe ich die kein einziges Mal, wenn ich hier war, nicht singen hören. Das muss ich wirklich sagen.
Von morgens und bis abends. Du warst fast täglich hier in deinem Dein Lieblingsplatz ist ja eigentlich da drüben, da ist jetzt aber anders besetzt. Genau. Fast täglich. Ja, und Hummel in Jasmin. Also auch wieder sehr musikalisch eigentlich. Das stimmt. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir uns jetzt nochmal irgendwie über Schubert und Janik unterhalten. Ja. Also Franz Schubert, der berühmte klassisch-romantische Komponist, und Ernst Janik, 100 Jahre später, hat diesen Zyklus Reisebuch aus den österreichischen Alpen geschrieben. Und das ist ja ein ganz bizarrer Zusammenhang, weil Janik sich sehr an Schubert orientiert hat, was über ihn veröffentlicht. In den Kompositionen fließt es ein. Hm. Gerade in dem Weinlied, was wir nachher noch präsentieren. Was sogar Schubert gewidmet ist oder auch schriftlich niedergelegt. Ja, ist ja so eine Verquickung zwischen Heimat und Kritik am Tourismus. Und aber auch eine sehr ironische Wahrnehmung dessen, wie Menschen sich so durch die Gegend bewegen. Ja. Und ich finde es aber vor allen Dingen auch sehr poetisch. Also ich finde die Texte wahnsinnig poetisch. Sie sind Fließtexte, die man einfach als kurze Geschichten auch lesen könnte, die er selber wohl auch wirklich einfach verfasst hat. Und zeitgleich, wenn ich das richtig gelesen habe, also dass es wirklich ein gemeinsamer Prozess ist, diese Gedanken zu haben und niederzulegen und Musik dazu zu schreiben. Es gibt ja nicht so viele Komponisten, die ihre Texte selber geschrieben haben. Nein. Aber ich finde sie wirklich sehr bezaubernd und sehr, sehr stark. Also, ja, und auch poetisch in dem Sinne, dass man sie sich so auf der Zunge zergehen lässt. Das stimmt, ja. Und die Musik ist wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön und sehr, sehr bezogen auf die Texte. Also diese gemeinsame Erschaffung irgendwie von einem Menschen, das ist, finde ich, kann man sich gut vorstellen, dass das sozusagen die Musik entsteht durch das, was er textlich sich ihm durch den Kopf geht. Deswegen haben wir uns ja auch eigentlich hierher begeben, um das nochmal so ein bisschen weiter zu spinnen, als wir das beim Proben tun. Ja. Die ich suche.
Der Blick von hier oben ist auch schön, ne? Auf den Teltow-Kanal. Da, wo du nicht bist, da ist das Glück. Es ist eigentlich genau andersrum, ne? Also so, wir lernen immer, lernen das Glück da sehen, wo du bist. Und in den Liedern klingt es andersrum. Mhm. Ja. Wobei, das mit dem Lernen ist ja so eine Sache, ne? Eigentlich wird uns ja auch beigebracht, dass man sich entfernen muss von seiner Heimat, um sich irgendwo was Tolles zu erleben, was Schönes zu sehen. Das haben wir jetzt gewissermaßen am Teltow-Kanal, also da vorne an dieser wunderbaren Stelle, wo wir eben standen und jetzt hier auch dieser tollen alten Fußgängerbrücke gemacht. Mhm. So. Ja. Ja, das Reisen und das Wandern, das ist ja das, was wir heute so verhandeln. Und ich selber bin ja ein bisschen altmodisch und finde es eigentlich toll, wenn man sich so bewegt, dass man Umgebung wahrnimmt und das auch spürt, wie man da noch verbunden ist. Und ja, das ist ja jetzt gerade in diesem Jahr wieder das Thema. Genau. Und deswegen ja auch die Lieder. Zu dem Thema so zurückfinden, das ist ein interessanter Aspekt an der ganzen Sache, finde ich. Sich dort zu verorten, wo man ist, ist ja durchaus eine, ja, hat ein großes Potenzial. So habe ich das für mich erlebt jetzt. Hm. Und eben, finde es interessant auch bei Janik, weil er eigentlich beide Seiten in seinen Liedern bespricht. Einerseits das Fernweh und dass er eigentlich lieber seine Heimat lieber im Welschland hätte, kommt sozusagen in dem einen Lied vor. Aber dann wieder dieses Heimatweh eigentlich, ich möchte das besser kennenlernen, ja, und da ist eigentlich gar nicht mein Platz. Ja. Ja. Und so wie er beschreibt, gehörte das zu seinen schönsten Erlebnissen in seinem Leben, diese Zeit, die ihn zu diesem Reisebuch dann veranlasst hat, zu dieser Komposition. Das werden wir bestimmt hinterher auch von dieser Produktion sagen. Das könnte möglicherweise so passieren. Da, wo du nicht bist, da ist das Glück. Ja. Oder eben ist das Glück eigentlich genau dort, wo du bist. Es brennt mein Leben.
schön, dass Sie dabei waren und mit uns den Sommer eröffnet haben. Wir können natürlich nicht umhin, den Vino jetzt noch anzustoßen. In Klammern, es ist Traubensaft. Und da können Sie natürlich dabei sein, deswegen rede ich jetzt eine halbe Minute länger. Und wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche wieder.